Herr Kucher, heute Mittag hat Ihre Parteichefin noch über den SPÖ-Twitter-Account verlautbaren lassen, wenn die österreichische Entwicklung in den nächsten 48 Stunden nicht entschärft wird, ist ein bundesweiter Lockdown von 2 Wochen nötig. Sind Sie noch so optimistisch, dass wir um einen Lockdown herumkommen? Nee, ich glaube, wenn wir uns die Zahlen gerade anschauen, dann brauchen wir dringend sofort Maßnahmen. Und genau das hat sie heute gesagt, dass in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich, wo wir teilweise schon Triage-Situationen erleben, wo wir schauerhafte Geschichten hören aus Linz, dass teilweise Leichen nicht mehr abtransportiert werden. Das ist eine ganz, ganz dramatische Situation für die Angehörigen, für Menschen, die erkrankt sind, aber natürlich auch fürs medizinische Personal, für die Pflege. Und deswegen hat sie vorgeschlagen, dass wir bereits ab morgen hier in diesem akut betroffenen Bundesländern sofort mit einem Lockdown regional handeln und dann innerhalb von 48 Stunden auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse die Maßnahmen für ganz Österreich treffen. Jetzt ist ja für morgen Mittag eigentlich schon eine Pressekonferenz der Bundesregierung angekündigt. Also es sollen ja verschärfte Maßnahmen präsentiert werden. Sie haben es angesprochen, Oberösterreich und Salzburg werden schon in den Lockdown gehen. In Tirol hat man schon angekündigt, dass man Schulen schließen wird ab Montag. Wird es nicht morgen einen bundesweiten Lockdown geben? Und warum eigentlich auf diese 48 Stunden warten? Das ist ja auch etwas, was man eigentlich ansonsten der Bundesregierung immer vorgeworfen hat. Da wird ein Lockdown angekündigt, der dann 3 Tage später in Kraft tritt. Genau das, was Sie ansprechen, ist aber die zentrale Ansage, dass bereits heute gehandelt wird, nämlich dass wir ab morgen einen regionalen Lockdown setzen. Die Frage, die Sie stellen, betrifft ja gerade die Landeshauptleute Haslauer und Stelzer. Nachdem die wochenlang nichts getan haben, nachdem die Wissenschaft verhöhnt worden ist vom Landeshauptmann Haslauer, nachdem Stelzer ausgerichtet hat, dass ohnehin genug Kapazitäten auf der Intensivstation frei wären, also nachdem er wochenlang nichts getan hat, ist man jetzt irgendwie endlich aufgewacht und munter worden. Und wir sagen sogar, dass man nicht bis Montag wartet, sondern sofort diese Maßnahmen ab morgen trifft. Und dass man dann mit der ordentlichen Vorbereitungszeit sich die Zahlen anschaut, dass man die Wissenschaft ernst nimmt und dann rasch auch diese Entscheidungen trifft. Aber je früher die Entscheidungen getroffen werden und je früher die Bundesregierung hier zum Entschluss kommt und auch die Zahlen vorlegt, desto besser. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass das eine mehr als ernste Situation ist. Und ich sage noch offen dazu, es hätte nicht so weit kommen müssen. Wir haben Warnungen seit Wochen bekommen. Man hat wochenlang nichts getan. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt miteinander diese Krise auch meistern. Sie